Also falls ihr am Wochenende streamen wollt, Jungs. Ich habe halt Nachtdienst. Ich werde nur morgen streamen, wenn ich aus dem Nachtdienst komme. Reicht. Mir geht es eher darum, dass wir jetzt auch diesen Monat, wenn es geht, jeden Tag irgendwie streamen. Irgendwie bin ich gerade echt richtig Bock drauf, dass wir nach dem Januar anknüpfen. Jeden Tag streamen. Little Nightmares 2 hole ich mir dann noch irgendwann. Ne? Also ich habe gerade noch ein Reh erledigt. Habe die Belohnung kassiert, weil wir brauchen nämlich für ein besseres Gebäude, brauchen wir nämlich dieses, die Rehhaut. Ich glaube, drei Stück haben wir schon im Lager und... Ja, da habe ich reingeschmissen. Ich habe jetzt auch zwei Stück. Also es kann sein, dass wir fünf Stück haben jetzt. Wenn ich richtig gezählt habe im Lager. Dennis, bist du eigentlich schon da? Ich weiß ja, ich glaube, vorhin waren es zwei dich. Ja, ich bin noch da. Warst du ruhig. Ja, ich versuche hier gerade, schon am Stützen des Daches. Ja, habe ich auch gedacht. Im Stein noch eine Holzwand. So, jetzt. Oh, ich bin auf dem Dach. Ich glaube, stürzt jetzt dann nach und nach ein. Ne, das bist du. So, irgendwann plumpst du runter, Flo, weil das ganze Dach ein. Vielleicht ist es nur, weil ich draufstehe. Nö. Nee, nicht unbedingt. Manchmal muss noch irgendwas Vielleicht fallen. Vielleicht ist es wirklich dieser Stein. Wirklich. Es ist aber echt eine stabile Konstruktion, muss man sagen. Ja. Bist du da hoch? Hier oft über die Kante. Kante. Ups. Du musst da auf diese Holzkante springen. Ja, ich weiß. Wenn er will. Ich muss anders drauf springen. Ah. Ich habe mir gestern noch New Pokémon Snap vorgestellt. Ah, oh, das sieht so gut aus, ey, da freue ich mich drauf. Ja. Ich hätte auch eine Idee, da brauche ich aber einen Dennis dafür und noch eine zweite Kamera. Okay. Als Intro-Trailer für. Oh, pass auf, Paul. Stürzt jetzt runter? Ach nee. Nein, da ist so ein Vieh. Gib mal her. Ja, das muss ich mal mit dir morgen oder so besprechen. Die Idee, die ich habe für das Spiel. Okay. Ich habe Angst. Können wir machen. Ja. Ah, da ist wieder. Da ist was zum Rumsneaken. Ich wüsste, Flo wäre dabei, aber Flo ist zu weit weg. Bei der Idee, die ich habe. Ja, dich hocken wir noch irgendwann anderen ab. Flo, hey. Ha! Gar keine Pfeile gemacht. Ne? Ja, ich hab noch knapp 50. Na oh, gut, dann musst du. Ich will das Geäst picken. Ja, Pokémon Snap. Flo, wann kriege ich denn eigentlich den Adapter zugeschickt? Ich schick die nächste Woche ein Ding weg, die Poster, und da ist der Adapter dabei. Ah, okay. Wolltest du es mal wissen, nachdem jetzt wieder eineinhalb Wochen fast. War doch nicht alles da gewesen. Ich will nicht drei, vier Pakete wieder. Ja, alles gut. Jetzt muss man interessiert, weil jetzt, wie gesagt, über eine Woche schon vergangen ist, seit ich das gefragt habe. Deswegen. Nee, ist nicht. Ich hatte ja auch keine Eile, wir haben ja noch das. Also wenn ich das Projekt im März aufnehmen kann, das ist alles cool. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt die Poster alle zugeschickt bekommen. Ich bin mal gespannt, wie das klappt und wie ich meine Augen damit klarkommen. Im N64-Grafik auf dem. Es ist so ein teilweise freust du dich total und teilweise tut es ein bisschen weh. Ja, ich weiß. Weil das N64 selber könnte ich ja anstecken an meinem Fernseher. Aber halt noch über klassisch SCART-Kabel. Heißt das SCART-Kabel? Eigentlich heißt es SCART-Kabel, ja. Schon. Ich will nur mal gerade so ein bisschen die Grenze hier ausloten. Ja, ich lauf mal mit. Aber nebenbei mal ein bisschen Stuff und Zeug ein. Stuff und Zeug. Sieg Kumpel damals. Wo Wochenende war. Nee, 1. Mai war da.
So, ja, ich nach der Arbeit komme ich vorbei, soll ich noch irgendwas einkaufen? Ja, bring Chips und was zum Knabbern. Ja. Das hatten wir schon mal geredet davon gehabt. Ich erinnere mich dann. Das erzähle ich immer wieder, aber das ist halt so gut. Meine Großtante ist gestorben. Chips, ja, damals, als ein Kumpel von mir dann einkaufen war. Chips und was zu knabbern. Das hat meine Tante auch mal gemacht. Die ist tot. Und das schwimmt so gut. Jula fragt, ob du auf der N64 auch was streamst. Oh, müsste ich gucken. Ich bin mal überlegen, ob ich vielleicht GoldenEye mal richtig durchspiele. Weil ich habe das Spiel vom Kumpel gekriegt und hatte der schon ein paar Cheats halt frei. So wie Bubblehead und so ein Quatsch. Dann habe ich halt immer so 2-3 Level gehabt, die konnte ich halt total auswendig irgendwann mal. Da habe ich eigentlich bis immer die gespielt, weil es war halt schon alles freigespielt. Ja, mal gucken. Mal gucken. Also ich mache auf jeden Fall, eigentlich will ich bloß Pokémon Snap einen Adapter haben. Ach, da kommt so rüber, das ist eine Hütte. Du brauchst so 2 Ausdauerbalken, um durchzukommen, Paul. Okay. Ja gut, mein Schwimmen ist ja schon Stufe 2. Wir sind immer noch im Grasland. Mich würde halt mal interessieren, wo der dunkle Wald wäre. Ja, Thomas, gute Nacht. Nacht, Thomas. Im dunklen Wald wäre ja der Gegner, ob wir da mal irgendwann... Oh, da ist auch eine Truhe. Ja. Mit Münzen und Feuerstein nehme ich mal mit. Münzen? Ja, Münzen habe ich jetzt schon ein paar Stück. Ja, okay. Ja, Jula, das war das erste Level, das erste Hindernis. Und irgendwann haben wir es geschafft und danach sind wir ohne Probleme sehr weit gekommen. Das war aber auch ein geiles Game. Muss mal gucken, was ich auf dem M64 streamen, weil so viele Spiele habe ich gar nicht dafür. Ich habe natürlich so ein Klotz. Böser Gegner. Ein böser Gegner. So ein Klotz antun wie hier, wie heißt Strange Tui, aber das ist halt so ein Spiel. Boah, da brauchst du halt schon wirklich Geduld. Was, welches? Oh, ich habe damals immer die James Bond-Spiele alle auf dem Ding gespielt, auf der Xbox. Oh, das war auch richtig Premium. Also ich habe ja GoldenEye, das angeblich beste James Bond-Spiel aus der Ära. Ja, mal gucken, ob ich mich dran wage. Das Einzige, was mich halt immer stört, ist dieses typische 90er Jahre Shooter-Steuerung. Ja, wo dann die Waffe so leicht nachzieht. Freu dich schon mal auf die Stelle, wo du dann snipen musst. Ich erinnere mich noch an so eine schreckliche Stelle im Wald, wo dann die Gegner aus allen Richtungen kommen. Boah, kurz vor Ende, glaube ich. Das war so eine richtige Krampf. Ah, ich habe eine Rehhaut. Du sollst mal zum Arzt gehen, wenn du so eine Haut hast. Sicher? Ich finde sie schön pelzig und zart. Wenn es zusagt. Ich meine, whatever floats your boat, Flo, ne? Ja, wie bei der einen Stelle bei Sam & Max. Close your boat. Ja, danke, du mich auch. Ey, wie stabil diese Hütten sind, wenn die irgendwo rangebaut sind, ne? Weil das eine Teil ist hier irgendwie an einem Baum mit dran. Der Baum hat gar keine architektische, oder wie nennt man es? Tragende Struktur. So ja, nicht so wirklich. Oh! Ich nicht ein, was passiert denn jetzt? Ey Jungs, was macht ihr eigentlich? Gegend erkunden. Gegend erkunden und farmen. Ja, bringt ihr ungefähr 5000 Tonnen Holz mit. Ein bisschen, ja. Du hast einen ganzen Wald um dich rum. Wir haben 2 Hütten platt gemacht. Ich sammle alle möglichen Äste ein. Also ich habe 56 Holz, jede Menge Stein, viel Leder. Ich hab 75 Holz. Ja, ich bin mehr jagen gegangen. Und 23 Steine. Ach, unterwegs kann man ja gerade noch ein bisschen, was so rumliegt, einsammeln. Ja. Sollen wir uns mal auf den Rückweg machen? Also, da hinten, ist eine riesige Schlucht, habe ich jetzt gesehen. Ja, wissen wir das. Erstmal, das wir könnten wir, ja, ne? Auch einfach mal unsere Ausrüstung jetzt mal da hinten verbessern. Ich meine Rüstung und alles und können ja ein Schiff bauen mal.
Weil viel für einen Fluss brauchen wir nicht viel, da haben wir sogar fast alles. Das Einzige, was ist, wir müssen eine Werkbank in der Nähe vom Wasser bauen. Ja gut. Ansonsten brauchen wir nicht viel, also da haben wir eigentlich alles. Guck, du siehst das hier? Ja, ich sehe es, die hängt in der Luft zu schön. Links dieser weiße Baum, da hängt die blöde Hütte dran. Zu stabil, ah. Ja, ja, ich habe es gar nicht probiert, weil ich schon gedacht habe. Toll. Wow, die können einen anrotzen, die Drecksdinger. Was? Ja, boah, faul schlucken. das wird knapp mit der Ausdauer, das wird knapp mit der Ausdauer, das wird knapp mit der Ausdauer, das wird knapp mit der Ausdauer. Ja. Das ist ein Viech. Da links am Wasser. Ja, irgendwo ist gerade. Ja, egal. Nach Hause. Ja, Julia, wir werden eine Armee aus Floß bauen. Mhm. Auf vielen Floßen. Der Plan sieht so aus, dass wir ausgesondertes DNA-Material, nennen wir es mal so, in den Schwimmbädern der Umgebung. Ausgesondertes DNA. In den Schwimmbädern der Umgebung verteilen. Einfach ins Wasser kippen. Der Rest erledigt sich dann von selbst. Dann kam Corona. Du füllst aber selber ab, ja, oder? Ja. Ich mache jetzt diesen blinden Fleck da noch zu. Hier links. Blinder Fleck sehe ich nicht. Und dann ist es voll vertieft im Häuslebauer. Der alte Schwab. Oh Gott, Raspberries. Ja, irgendeiner muss ja hier was tun. Ja, hallo. Ich boxe Wildschweine, Dennis. Was willst du noch von mir? Und ich lese Runenstein. Traurigerweise macht meine Faust teilweise mehr Schaden als irgendwas anderes hier. Give thanks to Frey for the rain and sun, for the shoots that break the earth. Hab ich Sun gehört? Praise the Sun! Of the wine. Ja. Give thanks to Odin for the flesh and bone, the smoke from cooking fire, the warm pelt and the strength of the arm. Ich will nichts sagen, ich glaube, ich muss echt mal irgendwas auf Englisch einsprechen. Wenn das jetzt gut klang, wenn nicht, dann nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass ich Englisch besser lesen kann, was vorlesen kann, als auf Deutsch. Also merkst du mir immer, wenn ich Let's Plays aufnehme, wenn ich irgendwas lese, dann verhaspel ich mich 10-mal. Vielleicht bin ich ja Native. Engländer. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich ja gar nicht wirklich ein Sachse, sondern Angelsachse. Das erklärt einiges. Alter, diese Holzfarmerei geht mir was auf den Sack. Bohr dich selber, du Bohr. Jeder sagt schon I. Ja, zu Recht. Ausgesondertes DNA-Material. Das kann halt alles sein, weißt du? Das kann. Eben, ich wollte erst einen anderen Begriff sagen. Da habe ich mir aber gedacht, Nein, Twitch-Partner. Ja, irgendwann mal. Ausgesondertes DNA-Material. Das können auch Zehennägel sein. Das habe ich doch gerade vorgelesen. Nee, jetzt schon wieder hier. Oh dear. Oh dear. Jetzt habe ich das mit dem Fleck zugemacht. Ach genau. Ja, bei mir ist er noch da. Schade. Wer das blöde Fleck. Der habe ich jetzt. Ja, bei mir wird er noch angezeigt. Ach, guck mal, hier ist was zum Abbauen. Her damit. Also, Dennis, ich bin auf dem Rückweg mit jede Menge Material. Ich dann auch gleich. Oh, ich muss dann mal was essen. Ein paar Raspberries.
immer mal Notunterkünfte. Ja? Viele Bären, du. Oh, yeah, yeah. Himbeeren, Braunbären und die Eisbären. Wer rettet die, verdammt? Legt den einer an die Eisbären. Oh, es gibt Fische, sehe ich gerade. Fische. Nenn mich Fischer Fritz. Homo. Also meine Axt-Skills haben Level 23. Okay, Fische sind nur Deko, kein Futter. Schade. Das gefällt dem Hai und findet Nemo. Genau, Noctis. Wenn unser Floß steht, dann soll unser Schiff auch... Der Floß steht, werden. Wie oft soll ich das noch erklären? Jeden Morgen werde ich von einem 100% Ladebalken begrüßt. Eine Axt. Oh, ich kann irgendwas Neues bauen. Sharp Stakes, Lockpove for Miners, irgendwas. Oh, Ocarina of Time könnte ich auch spielen, das wäre auch so ein zeitfressendes Spiel. Julia, als wäre es bis jetzt irgendeinem Menschen im Lauf der Geschichte geschadet, Substanzen zu essen, die normal nicht in den Körper gehören. Das klingt falsch. Ich will eigentlich was ganz anderes sagen. Ausgesondertes DNA-Material wollte ich sagen. Hat das eine andere Geschichte. Und ist nur einmal da, gebe ich dir recht, Noctis. Das sind diese einmal im Leben Erfahrung, ne? Die sollte jeder mal machen. Das ist wie vom Turm springen. Das ist eine einschlagende Erfahrung. Das ist noch cool. Au! Ich bin gestorben. Ich wurde vom Baum erschlagen. Was? Beim Fällen, ja. Dennis, wieso steht da, wo wir gewohnt haben, eine Hütte und wo bist du? Ja, ich sammle Holz. Ich sammle mein Stuff ein. Ich bin Elfo. Zum Glück ist es nicht weit weg. Was sind Tidings? Was sind Tidings? Was, Tai? Sissi. Sissi. Zum Glück ist das Ding, wo ich gestorben bin, nicht weit weg von dem Spawnpunkt. Materialien auf dem Weg. Frage natürlich, ob die Materialien sich irgendwann mal, sag ich mal, respawnen oder ob irgendwann mal alles einfach brach ist. Also ich denke, Bäume kommen wieder, weil da bleibt ja ein Stumpf zurück, wenn du die fällst. Ja. Na, außer wenn du den rausmachst. Dann weiß ich nicht. Aber ich denke, so Holz und sowas wird irgendwie wieder kommen, was auf dem Boden rumliegt. So, jetzt komm her, du Railing. Railing. Hör auf rumzulaufen. Stopp. Meine Damen und Herren, wir haben einen Floß. Und Floh auch. Ja, nicht wieder. Boah. Fast dasselbe Baumstamm nochmal erschlagen. Aber nur fast. Ich gebe zu, ich weiß nicht, wie man das hier steuert. Oh, jetzt trage ich auf einmal zu viel. Das wäre interessant. Kann auch bestimmt Segel setzen. Das sieht aus, als wären hier Segel. Halt, nein, ich will nicht dahin. Okay, also wenn du viel zu viel trägst, dann kannst du auch gar nicht mehr laufen. Also wir haben hier nur... Also ich habe jetzt einen Spawnpunkt gesetzt. Ich bin mitten im Wasser. Hilfe.
Kratze fix, ey. Ich will geradeaus. Ja, wie hab ich das gemacht? Weiß ich nicht. Oh Gott. Da ist eine Land in Sicht. Ach so funktioniert das. Okay, ich sehe Land, ich sehe Land. Sehr gut. Das ist eine andere Insel? Nein, ich bin wieder an unserer Insel. Ich bin neben der Hütte endlich da. Oh, hier ist auch eine Türe. Ach, du hast ja richtig gegraben, das ist ja geil. Land. Da kannst du gleich ein Bett schnäckeln. Hier schon. Oben ist auch noch ein anderes Stockwerk. Ja, wir brauchen aber. Ach, Alter, Dennis, was hast du. Alter. Alter, wie geil. Das ist geil. Wahrscheinlich ein halbes vor. Das ist ja wirklich, ey, wirklich. Aber geil, was er hier gebaut hat. Super. Also, Dennis ist für sowas immer zu gebrauchen. Oh, am Arsch hängt der Hammer, Alter. Was macht der Hammer? Am Arsch hängen. Kommt auf den Werkzeuggürtel drauf an. Was war das für ein Geräusch, Reh? Ich lauf gerade am Reh vorbei. Für Schlafen brauchen wir immer noch ein Feuer am Bett. Das ist hier nicht möglich. Ja, ich glaube, da muss man eine Bodenplatte für wegmachen. Oder du musst ein Loch in die Decke machen wegen Rauch. Ich habe oben ein Loch in der Decke. Alter, das ist hier nicht möglich. Ich glaube, dass wir Feuer nur am Boden setzen können. Ziemlich bescheuert. Warte mal, ich mach mal hier, hier. Setz es mal hier hin. Das funktioniert tatsächlich sogar. Schauen wir mal, ob man jetzt schlafen kann. Das ist zu weit weg, das Feuer. Komisch. Die Beschreibung vom du, Stein. Ich mach mal direkt vorm Bett die Platte weg, auf der du stehst. Okay. Ja, die ist kacker, weil da ist die Leiter da. Ja, genau. Okay, Entschuldigung, Dennis. Es sind Gegner in der Nähe. Oh. Mach mal aber da das Feuer wieder weg. Das funktioniert jetzt hier. Gehst du bitte aus meinem Bett raus? Kannst du deine Füße bitte nicht in mein Gebiet? Du stinkst. Wackelt bei dir auch alles irgendwie? Aber das... Ich verliere Leben. Ja, ich verliere auch Leben. Ich nicht. Der Raum füllt sich mit Rauch! Wer hätte gedacht, dass... Oh Gott. Das ist geil. Das ist schon geil. Ich finde das gerade gar nicht so cool. Ich finde das schon geil. Das ist, ey, das ist echt eine geile Mechanik. Ist ja jetzt die Frage, wie das richtig funktioniert, aber ich finde an sich die Idee geil. Ich bin ausgeruht. Aber oben rauf raus, also so ist nicht. Paul, legen wir uns mal alle... Ja, warte mal, vielleicht muss man... Bau mal das Feuer nochmal ab. So, okay. Ja, warte. Sticken oder frieren, das ist eine gute Frage. Ich find's geil. Pass mal auf, ich nehme mal kurz den Hammer und mach mal hier so ein Loch rein. Und... Dann setze ich mal hier wieder eine Platte drauf und mach die Platte hier weg. Soll ich eine setzen? So, und... Warte. Ach, das ist nice, das ist gut. Na, gute Idee. Bam.
Freund. Ich verliere Leben auch, da ist ja alles voll mit Rauch. Das war gerade echt gut. Komfort 4, gibt's noch besseren Komfort. Oh, mein Hammer ist kaputt. Schon wieder. Ich kann dir meinen leihen, Dennis. Willst du mal halten? Wann machen wir eigentlich auf? Wenn Dennis sich, glaube ich, auch ins Bett legt. Vielleicht kann man dann die Nacht überspringen, keine Ahnung. Dennis, es gefällt mir nicht, wie du mit deinem Hammer in der Hand vor meinem Bett stehst. Ach, nee, man muss einfach in irgendeine Richtung ja, gehen, aber, drücken. Achso, ja, aber vielleicht, wenn alle im Bett liegen, kann man eine Nacht überspringen oder so. Hm. Jetzt hat er einen Kamin gebaut. Könnten wir hier was räuchern? Ja, uns. Außer uns. So, schade. Ja gut, es wären halt Schlafplätze noch für andere Leute, ne? Falls wir jetzt mal... Wenn jetzt drei Leute werden oder so. Schick, schick. Ja, legen wir uns mal hin, mal gucken, ob man die Nacht überspringen kann. Aber das ist echt eine gute Idee, Dennis, mit dem Kamin. Ja, das andere macht da könntest du im echten Leben wahrscheinlich jede Menge Geld damit machen. So vor 500 Jahren. Vorher noch niemand erfunden. Nee. Vor allem der Name Kamin ist so. Achso, ja. Ah, jetzt schlafen wir alle. Okay, ja, nice. Paul, nimm die Hand da weg. In your dreams, you sit beside the fire in a great hall, surrounded by the Chatter of Family Choice. Flo, dir gefällt's doch auch. Sehr gut. Sehr gut. Tag 6, wir haben wirklich einen Tag übersprungen. Hey, wo ist mein Boot? Weiß nicht. Und meine Werkbank? Wieso liegt da ein Fisch? Fisch. Diese Drecksviecher haben die Werkbank kaputt gemacht und mein Boot. Und? Ja, wir müssen die Türe zumachen. Nein, ich habe die Werkbank hier ans Wasser gebaut, damit wir hier ein Floß bauen können. Ja, musst du was drüber bauen wahrscheinlich. Ich glaube, wenn da eine Hütte drum ist oder so. Dann ja, da können die es nicht kaputt machen, aber... Alter, das... Warte mal. Vielleicht funktioniert das ja auch. Aber ich glaube, jetzt geht das nicht mehr. Dann brauche ich jetzt bestimmt wieder Material. Oh, ich brauche schon wieder Holz, Mann. Ich schwör's euch. Geht mir das auf den Sack. Mit CK. Das ist was anderes Sack. Doppel-G. Aber wir könnten das so richtig irgendwann mal, wenn wir einfach Bock drauf haben, so eine richtig große Hütte bauen hier. Platz hätten wir. Es ist doch jede Menge Holz in den Kisten. Ja, schon. Und wer hat das da hingelegt? Ich und Flo. Warum sagt ihr nichts? Wir haben Holz in die Hütte gelegt. Kisten gelegt. Ah, okay, nice, danke. Gibt's irgendwann mal größere Kisten? Ansonsten müssten wir echt mal einen extra Lagerraum bauen. So richtig. Keine Ahnung, ob es größere Kisten gibt. Ich hoffe es, weil die sind. Paul, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber wir haben zwei Stockwerke hier. Ja, ich meine trotzdem nochmal. Also, wie es da oben rausqualmt, schon krank. Ja, gut, Kamin halt. Ja, Kamin. Ob er später irgendwann auf den Weltenbaum rauf kann, irgendwie? Überhaupt zu dem Stamm hinbauen laufen kann oder ist der immer? Über den Weltenrand kannst du fallen, das weiß ich. Mit Weltenbaum? Ja, ich glaube, bis zu dem Weltenbaum kommst du gar nicht. Ja. Frage, die Map ist halt so riesig, wir haben echt nichts erkundet. Wow! Bild. Hm? Flo hat einen Floß gebaut und jetzt. Ja! Jetzt mal. Das ist ein Stein. Dennis, wir brauchen mal deine Hilfe.